6 Uhr. Und die waren schon auf dem Fahrrad drauf gleich. Okay, es ist halt einfach ein niegelnagelneues Bike. Ich stehe da mal auf, Leute, ne? So, bis gleich. Freiburg im Breisgau. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich wurde heute eingeladen, um mit einer schönen, die schönste Mountainbike-Marke heute Fahrrad zu fahren. Welche ist das für mich? Es kommt langsam. Ja, ihr habt es jetzt gesehen. Was ich heute fahren darf, das werdet ihr gleich hier auf YouTube und in unserem ersten Video sehen, was wir hier veröffentlichen. Also bis gleich im Foyer. Hallo. Wer ihn nicht kennt, der ist selbst schuld. Das ist der Rico von MEMTV News, Chefredakteur, ihr Vollpfosten. Ja, ich fahre daheim immer alleine. Darum ist es schön, wenn man zu Bleib stehen. Morgen. So, und jetzt ist hier noch jemand, irgendwie, ja, den dürftet ihr alle kennen so ein bisschen. Der Thomas, der Prof ist da. Guten Tag. Herr Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, wir sind gestern schon gefahren. Ja. Und das ist so, macht Spaß? Fahrradfahren macht immer Spaß, Kollege, das ist auch klar. Ja, ja, sogar mit so einem komischen, grünen Rad. Ja. Das Fahrradfahren macht immer Spaß. Sonst darfst du nichts verraten. Ist doch noch Embargo heute. Stell dir mal vor, hören hier Leute. Ja, aber das wird ja ausgestrahlt, wenn das Embargo rum ist. Ist heute schon November. Ja, ja. Fast schon. Ja, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Das glaube ich auch, ne? Also, der Herr Schmidt und ich, wir werden jetzt gleich noch mal eine Runde drehen mit noch ein paar anderen Leuten. Und es kommt gleich noch mal ein schönes Interview. Aber bis dahin sage ich erstmal bis gleich. Wir haben einen richtig schönen Hund am Start. Wir haben einen richtig schönen Hund am Start. Der legt sich sogar hin. Ich habe noch was für alle Rockstar-TV-Fans. Für alle Rockstar-TV-Fans, es gibt eine Sache, die ist einfach total elementar wichtig beim Radfahren. Always full gas. Immer Vollgas, der es nicht auf Englisch verstanden hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das kennt. Ne? Also immer Gas geben. Ja, der liebe Rico, ich hab ihn lieb. Hallo Leute, Florian hier, hi. Ich habe einen besonderen Gast gerade. Das ist einer mit der Präsidenten von Pivot Cycles. Das ist der Brian. Hey, Brian, hey. Nice to meet you. Ja, yeah, thank you. Brian wird euch jetzt erzählen auf Englisch so ein paar Features von dem Bike. Brian, let's talk about the bike. Yeah, so this is the new Shuttle LT. Some of the key changes are it now comes equipped with the Bosch CX race motor, the limited edition, the most powerful Bosch motor on the market. We also change it to a mullet. The bike's a little bit more playful, super fun, and the shock orientation is a little bit more vertical now, gives it a little bit more progressivity. Some awesome changes, and it adds up to an incredible ride. Dankeschön. Thank you, Brian. Yeah. And let's ride. Yeah, yeah. Let's do this. Good. All right. So, der Brian hat euch gerade das Bike vorgestellt. Jetzt habe ich hier mal meine XL-Variante. Der Reach ist natürlich etwas länger, liegt mir mehr. Ich habe einen X2-Dämpfer halt einfach mit da drauf. Was ein bisschen schade ist, Continental, ihr wisst, ich bin Maxxis-Fan. Fox 38 halt mit dabei, ein 800er Lenker halt oben drauf, wie ihr seht. Typische Brands von
Pivot, Sattel und Griffe halt mit dabei, die auch recht gut dämpfen, die Griffe. Sehr schönes Bike, schöne Geometrie. Mir gefällt es. Und weil es mir so gut gefällt, hier kommt unser Porn-Video zum Shuttle LT. Und bitteschön. I'm riding not. That's a big jump. Yeah. It's very great. Ay, 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 ay. Ja, bin ich jetzt dreimal gefahren. Haha! Im Auto sagtest du vorhin, ich schaffe keine dreimal. Nein, ich. Oh, weißt du. Irgendwann, ne? Komm in mein Büro. Nee, los, komm, nee, ich will jetzt Kaffee trinken gehen. Okay. Aber das will ich dann auch. Komm, wir fahren einmal bis. Nein, ich will jetzt Kaffee trinken. Ich bin durch, Rico. Ich bin durch. Dann sehen wir uns im Auto. Ja, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Ah. Ja. Das Fahrrad gefällt mir sehr. Geometrie leicht angepasst. Der Race-Motor drin, gibt ordentlich Power. Hab für Sicherheit hier auf XL gehabt. Hat richtig Spaß gemacht. Und da muss ich auch wirklich sagen, danke Pivot, dass ihr mich zu diesem Medien-Launch eingeladen habt. Es war mir eine große Ehre.
Jetzt ist Freiburg noch angesagt im Sinne von am Biosk einen Kaffee trinken und dann geht's schon weiter. Aber das seht ihr gleich, so Outtakes-mäßig. Tschüss! Ja, auf diesem Wege bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert diesen Kanal für Neuigkeiten. Die Klingel, ihr kennt das ja. Und wie gesagt, das ist unser erstes Video gewesen. Danke, dass ihr es euch angeschaut habt. Mein Name ist Florian Petzold von Roxa TV. Einen schönen wünsche ich euch. Ciao!